Stellen Sie sich vor, Sie gehen auf dem historischen Stadtplatz von Oberwölz spazieren, sehen eine Person, die mit einem Spazierstock sich unweit einer Statue auf eine Bank setzt und auf diesem Spazierstock zu musizieren beginnt. Sie hören Töne, Flötentöne ganz mystischer Art und bei näherer Betrachtung sehen Sie, es handelt sich um eine Spazierstockflöte. Ganz konkret handelt es sich um die Spazierstockflöte des Jakob Eduard Schmölzer. Diese befindet sich im Österreichischen Blasmusikmuseum in Oberwölz und es ist eigentlich ein Unikat des Museums und stellt die Verbindung dar von anfänglicher Bläsermusik hin zu zum Gesamtspektrum der Instrumente, die das Museum zu bieten hat. Die Spazierstockflöte wurde von der Firma Koch in Wien gefertigt, wie gesagt, Mitte des 19. Jahrhunderts und ist eigentlich ein Instrument, die Blockflöte als solches, die den Übergang zu den Blasinstrumenten ermöglicht für jung und manchmal auch für alt. Und das Instrument, das kann man bei uns im Österreichischen Blasmusikmuseum in Oberwölz näher betrachten.